Yay! Do it better! Hallo liebe GoofBlue-Zuschauer, willkommen zum Kalenderwochen-Workout Nummer 10. Nina, was gibt es heute? Wir machen weiter mit Fusion. Das heißt, mix it up und los geht's. Legen wir gleich los mit unserer ersten Übung. Ihr dürft sofort mitmachen. Das Fusion Workout, diesmal eine Kombination aus Beidbeiniger Kniebeuge und Einbeinkniebeuge. Aus dieser Position drei kurze Sprünge. Rechtes Bein nach hinten. Drei kurze Sprünge, also ein Lunge. Zurück, drei kurze Sprünge und links. Sofort mitmachen. Genau, und jetzt geht's los. Eine Minute lang geht's weiter. Und dann hoch. Gut, in der Spannung bleiben. Passt auf, dass die Knie nicht über die Fußspitze nach vorne rausgeht. Springt dreimal, das reicht völlig. Wer will, kann natürlich irgendwann auch das erhöhen, also den Umfang. Dann habt ihr wieder Mitte. Beide Sprünge immer schauen, dass man mit dem ganzen Fuß springt. Beim Ausfallschritt natürlich entsprechend auf den Fußballen. Atmung immer bedenken, das heißt kontinuierlich weiteratmen. Hochgehen, das wird schön warm. Drei Sprünge nach hinten, drei Sprünge. Zurück, drei Sprünge und wieder nach hinten, drei Sprünge. Wir haben es gleich geschafft, noch einen Durchgang, dann müssten wir es zeitig geschafft haben. Wer will, kann auch wie Nina ab und zu zwischenzeitlich die Beine ausschütteln, entspannt ein bisschen und wer dann kann, bleibt einfach drin. Man muss auch nicht mal hochstehen als Alternative. Und das ist die letzte Wiederholung und geschafft, super. Unsere zweite Übung aus dem Plank heraus. Kommen wir in den nach unten schauenden Hund und zwar einbeinig. Achtet auf die Hüfte, nicht zu sehr aufdrehen. Dann geht das rechte Bein nach vorne, führt es ans Knie, tippt kurz unten am Boden und wieder hoch zum Knie und zurück. Ihr macht es gleich wieder mit. Seitenwechsel, linkes Bein. Nach unten schauender Hund, nach vorne das Knie, abtippen und wieder zurück. Ganz wichtig, ihr könnt euch ein bisschen an eurer Matte, was ihr unten habt, orientieren, dass ihr da von der Körperposition, also einfach die korrekten Linien fahrt. Wichtig bei dieser Übung ist vor allem, dass das Becken stabil bleibt. Ihr von vorne gehen beim Knie nicht die Hüfte und auch nicht also das Becken nach außen mitdreht. Sehr gut. Die Atmung ist gut zu hören, da immer drin bleiben in der Atmung, ganz wichtig. Ansonsten alle Sachen beachten, die wir schon von anderen Kalenderwochen-Workouts kennen, was beim Plank zu beachten ist, zum Beispiel Schultertief und fix, Schultern vom Ohr weg und weiter geht's. Wir haben es gleich geschafft. Wir machen noch einen Durchlauf, einmal noch die linke Seite und dann nochmal rechts und nochmal links, dann sind wir schon fertig. Sehr gut. Letzte Mal zurück in die Ausgangsposition. Genau, wieder im Plank, vom Plank, unten schauender Hund, Knie zum Ellenbogen, zum Boden tippen, zum Ellenbogen zurück und geschafft. Geht gleich weiter mit unserer dritten Übung, Fusion Workout, ihr dürft es mitmachen, eine Art Ausfallschritt nach hinten, wieder rechtes Bein lang machen, Arme ziehen lang nach vorne, dann das rechte Bein abtippen, wieder durchdrücken und dann in eine Waage gehen, Art Waage und von hier aus das Knie zur Brust hochziehen, Becken aufgerichtet. Geht's gleich weiter. Eine Minute lang. Bein lang strecken, Knie abtippen, wieder strecken und in die Waage nach oben ziehen. Stolze Haltung, Brust raus, Knie zur Brust. Wählt euer eigenes Tempo. Hier ist vor allem zu beachten, dass ihr eine kontrollierte Bewegung macht, das Becken nicht zu weit aufdreht. Also das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt von der linken Seite ausgehen und von dieser Position gleich nach oben gehen, in diese Waage, dass das schön eine Balance ist und eine Linie vom Kopf zum Kreuzbein bis zur Ferse runter. Ganz, ganz wichtig, hier wird auch in dem Fall jetzt das linke Bein sehr gut geschult, vor allem die Propriozeptoren, weil ihr da die Balance halten müsst. Ist eine koordinativ anspruchsvolle Übung. Wir haben es gleich geschafft. Das ist unsere letzte Wiederholung. Schön in die Balance bleiben und weiter geht's. Unsere vierte Übung, gleich wieder mitmachen. Wir machen einen seitlichen Unterarmstütz. Achtet auf die Beckenstellung nach vorne drin. Von hier aus kurz abtippen, fünfmal. Schön die Spannung halten. Zwei, drei, vier und fünf. Dann drehen sofort in den Plank mit gestreckten Armen und einen Liegestütz durchführen. Und dann geht's zur anderen Seite. Also, seitlicher Unterarmstütz kombiniert mit einem Liegestütz.
oder auch anders ausgedrückt, seitlicher Plank mit einem Push-Up. Von hier aus geht's los. Schulter tief, fix wieder, Ellenbogen eng. Das, was wir alle schon kennen für die Liegestütz. Ganz wichtig wird natürlich hier auch beachtet. Diese Kombination ist für euren Rumpf gedacht, das ist für Trizeps, das ist für vor allem auch für den Brustmuskel durch den Liegestütz. Einatmen und bei der Anstrengung ausatmen. Wer es nicht ganz schafft mit gestreckten Armen, kann die Nina dann auch zeigen, kann man auch gerne einen Push-Up machen, beziehungsweise Liegestütz von den Knien aus. Kann man ja einmal zeigen. Dann ist der Hebel etwas kleiner, einfach auf dem Knie ablegen und jetzt den Liegestütz machen. Sehr gut. Wir machen jede Seite noch einmal, dann haben wir es schon geschafft. Fünfmal. Eins, zwei, bei der Anstrengung ausatmen. Drei, vier, sehr gut. Fünf und einen Push-Up. Einatmen und Luft raus. Und die letzte Mal, das letzte Mal. Eins, zwei, drei, vier Hüfte vorne lassen. Fünf und der letzte Push-Up. Und dann haben wir es heute schon geschafft mit der vierten Übung. Geht's gleich zur letzten. Unsere fünfte und letzte Übung für heute ist eine Kombination aus einem Latt-Drücken und dann in den umgekehrten Plank. So, geht's gleich los. Erstmal, ihr dürft wieder mitmachen natürlich, aber die erste Position erklären wir mal. Ferse im Boden stellen, Po, Kreuzbein bleibt immer am Boden. Ihr macht ein leichtes Hohlkreuz, also geht's ein bisschen in die Lordose. Ellenbogen eng am Körper, pressen in den Boden rein, Schulter tief weg und Kopf ist in Verlängerung der Wirbelsäule. Von hier aus ausatmen und wegpushen. Genau, das machen wir fünfmal. Und jetzt genau das dritte Mal. Schön ausatmen. Vier und fünf. Sehr gut. Von hier aus dann in den umgekehrten Plank Beine lang machen. Arme nach hinten überstrecken. Das halten wir einfach mal 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Und dann geht es wieder los in die Position. Das ist eine der einzigen Übungen, wie man durch Druck, also Latt, Drücken sozusagen, einen Muskel trainiert, der im Wesentlichen durch Rudern und durch Ziehen und alle Ziehübungen trainiert wird. Sehr gut. Fünfmal, dann wieder Wechsel in den umgekehrten Plank, überstrecken, halten 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1 und machen wir noch einen Durchlauf, dann haben wir schon 15 Wiederholungen. Ausatmen, schön eng zusammenschieben, die Schulterblätter auch, Schultern tief weg von den Ohren. Kontakt am Boden, Oberkörper hebt sich ab. Wer dann stärker mit der Zeit wird, kann es auch mit gestreckten Beinen machen, aber da ist es natürlich ein ganz anderes Level dann. Das letzte Mal in dem Plank, umgekehrt, tolle Brustdehnung, aufdehnen. Wir halten die letzten 4, 3, 2, 1 und geschafft. Herzlichen Dank, liebe GoofPro-Zuschauer. Danke fürs Mitmachen. Menschen des guten Geschmacks. Danke, Nina. Danke, Heiko. Wie immer eine Freude. Fusion Workout Nummer 2. Diesmal mit Nina. Ganzkörpertraining. Ganzen Körper natürlich war auch dabei. Das Allerwichtigste, was ihr immer wissen solltet, nachschauen bei www.goofpro.com/special-offer. Da seht ihr alle wichtigen Sachen, wie zum Beispiel das März-Angebot für Personal Training Offer, 3x30 Minuten für 100 Euro, Klassiker, könnt ihr euch gönnen oder auch verschenken. Dann haben wir am 16.03.2019, Samstag, einen Workshop, der heißt 7. Nina. Dieser Workshop bezieht sich auf 7 Bewegungsmuster des menschlichen Körpers. Es sind die Grundbewegungsformen, die wir oft schon vergessen haben durch die ganze Sitzerei. Es ist sehr geeignet für Anfänger, aber auch Fortgeschrittene werden da einiges noch lernen können. Also ihr seid herzlich willkommen. Genau. Geht nämlich darum, dass man nach viel Zeit dann oftmals, wer schon sportlich aktiv ist oder im Fitnessstudio ist, viel Zeit damit verbringt. Und je weniger korrekt die Übungen biomechanisch ausgeführt werden, desto weniger effektiv sind sie natürlich. Mhm. Außerdem der Tag der offenen Tür am 23. März 2019 hier bei uns in Spitzingplatz 3. Da würden wir euch bitten für eine Anmeldung per E-Mail oder WhatsApp, damit wir genug Zeit euch persönlich speziell widmen können. info@goofpro.com oder auch unter dem Link mit der Special News Offer. Ja. Genau. Also, und dann wie immer, das ist ganz, ganz wichtig, die exklusive Anmeldung hast du gesagt, genau, das geht auch um euch. Und dass sich da nichts überschneidet und wir wirklich Zeit haben und dann ist das Ganze auch effektiv, persönlich und exklusiv. In dem Sinne, wie immer,
An dieser Stelle der Tipp der Woche, heute kurz und schmerzlos: Kauft's nicht ein, wenn's Hunger habt. Anders ausgedrückt, erstmal was Gesundes vorher essen und dann shoppen gehen oder auch mit Shoppingliste. Das hilft auch, wenn man sich selbst kontrollieren kann. In diesem Sinne, schaut's wieder rein, wenn's heißt, nächste Woche Kalenderwochen-Workout 11, Goof Pro, do it better every day. Goof Pro, yay, do it better.